Jam glaubt, ich wäre dumm, würde nicht mitbekommen, dass sie den ganzen, was sie den ganzen Tag so macht. Sie treffen sich jetzt oft am alten Bohrensacker innerhalb der Stadtmauern, weil es dort immer sehr ruhig ist und kaum jemand vorbeikommt. Ulfing war schon als kleines Kind von der Gruft seiner Vorfahren fasziniert. Wenn die beiden schon wieder verschwunden sind, können sie eigentlich nur dort sein. Dann haben wir es ja nicht weit. Der Boronsacker. Ja, ist ja da drüben. Wo laufe ich hin? Ja, die Krypta steht sperrangelweit offen. Mal gucken, haben wir jetzt Untote hier unten mal wieder. Ach ja, die Krypta ist größer, als, man denken könnte. Elixiere trägst du ja vor, Grimm. Hier drüben auch noch Fässer? Ja, hier drüben auch noch Fässer. Geld. Zwei Skelette. Hm. Na klar. Hurra. Sprich, Freund. Ja, ich habe wirklich keine Animation für den. Ich versuche mein Bestes bei meiner Macht. Oh, da hinten ist sogar ein Bogenschütze. Alles klar. Ja. Sanyasa Pegra. Oh, da ist sogar noch ein Skelett. Wie viele sind denn noch da? Noch eins. Ey, rostige Haumesser. Die großen Skelette haben alte Streitkolben dabei. So, das Skelett hat leider wieder mal nichts dabei. Die Fässer haben wir zertrümmert. Stehen in der Nische Fässer? Ja, in der Nische stehen Fässer.
Heilsalbe gehört zu Vendala. Okay, dann gucken wir uns noch die andere Nische an, bevor wir dann noch tiefer in die Gruft gehen. Die ja größer zu sein scheint als erwartet. Ist ja nicht so die Sache. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oh, Falle. War nur eine magische Falle. Alles klar. Oh, hi. Ein Haufen Skelette. Ich versuche mein Bestes. Für Ardo. Das bin ich. Astus. Ja. Jetzt wird's ernst. Wart hier. Ja. Okay. Die paar Skelette sind auch hinüber. Keine Falle an dem Sarg? Nein. Fragmente des Tagebuchs. Holen wir uns erst alle Fragmente und lesen am Stück. Nee, ich lese das jetzt. Tagebuch von Xindan Eirich, dritter Perein. Nach Jahren des Umherwanderns sind Dane und ich endlich in eine Gegend gekommen, in der uns mein Ruf nicht vorauseilt und es scheint der Tarnelholz, ein kleines verschlafenes Tal, in dessen Zentrum das Städtchen Talon liegt. Hier habe ich mich als Händler ausgegeben und hier ein Haus gekauft, in dem ich in Ruhe meine Studien nachgehen kann. Die Dalona sind ein herzensgutes Völkchen und haben uns bereitwillig aufgenommen. Ja, ich glaube, hier könnten wir endlich glücklich werden. Tagebuch von Xindan Eirich, 10. Perein. Das Paar entpuppt sich wahrlich als Goldgrube. Im Heiligtum von Prenzheim steht ein heiliger Apfelbaum, der Göttin Perein geweiht. Zwar wollen die Geweihten mit den Früchten des heiligen Baums selbstverständlich keinen Handel treiben, aber seine Präsenz scheint sich auch auf die Güte der Früchte der anderen Apfelbäume hier im Umland auszuwirken. Der Apfelwein, den die Menschen hier herstellen, ist von höchster Qualität und es wundert mich, dass noch niemand vor mir auf den Gedanken gekommen ist, ihn zu exportieren. Wenn ich mit Hilfe von Dana erst einmal ein gutes Handelsnetz aufgebaut habe, sollten die Probleme, meine Studien zu finanzieren, auf ewig der Vergangenheit angehören. Ja. Tagebuch von Xindan Eirich, 13. Perein. Bei meinen Erkundungsgängen im Tal habe ich nicht weit von Prenzheim eine versteckte Höhle ausfindig gemacht. Dort werde ich mein Labor einrichten. Zwar ist der Handel ein angenehmer und lukrativer Zeitvertreib, aber ich kann gar nicht erwarten, endlich meine Studien hier wieder aufzunehmen.
Ich habe Dana von meinem Plan erzählt und sie ist derselben Ansicht wie ich. Ich hatte schon befürchtet, sie könnte Bedenken haben, wir würden deswegen wieder vertrieben werden. Aber sie kennt mich und weiß, wie wichtig diese Studien für mich sind. Also ja, so wie es aussieht, geht es einmal hier rundherum. Hier ist noch eine Tür. Hier ist eine Gittertür. Dahinter sitzen die beiden wohl fest, so wie es aussieht. Ja, verschlossen. Also ich gehe hier jetzt einmal rum. Dann schärfe die Fallen und dann gucken wir uns die Tür nach und nach an. Ja. Also wir werden wahrscheinlich hinter jeder Tür eine Gruppe Skelette finden. So, Gladys, jetzt hast du Platz zum Öffnen. Achso, Vorgrim ist umgeschmissen worden. Ich versuche mein Bestes. Okay. Oh, da gibt's auch Fässer hier drin. Muss ich nachher in dem Raum. Okay, das hier ist das vierte. Gut, das heißt, wir gehen nochmal zurück in den anderen Raum und dann holen wir das aus dem zweiten. Wobei wir erstmal dann speichern werden. Weil hier waren keine Fässer drin. Gut.
Das bin ich. Zaritus, Zaritus, Astus. Gut, das heißt, ich werde hier jetzt mal speichern. Let's Play 028 speichern. Und dann machen wir hier an der Stelle erstmal einen Cut. Also, bis gleich.